Hi, danke, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Mr. GG und ihr seht ein neues Mobile Game im Hochformat ist hier am Start und zwar Marvel Snap. Marvel Snap ist ein Kartenspiel, das spiele ich jetzt seit 3 Tagen ausgiebig. Macht mir sehr viel Spaß, weil es sehr kurze, knackige Kartenspiele sind. Nicht halt sowas wie Hearthstone oder so, wo es halt darum geht, den Gegner die Energie abzuziehen und da kann sich schon mal ein Kampf auch in die Länge ziehen, sondern hier ist es so, dass es nur 6 Runden gibt. 6 Runden gibt pro Match und in jeder Runde kann man halt seine Karten ziehen oder seine Karten legen. Ich habe mir ein Deck zusammengestellt, mein Standarddeck derzeit, mein Deck Nummer 3, das sind alle Karten, die ich derzeit habe. Sind schon einige, die ich jetzt freigeschaltet habe. Wenn man pro Match bekommt man auch irgendwie so Kartenpunkte und damit kann man sich halt, ich habe jetzt hier Hawkeye schon als 3D-Variante. Ihr seht es, man hat so die Karte jetzt im 3D-Stil. Eigentlich ist die Karte komplett starr. Mal gucken, habe ich hier Carnage ist jetzt schon, ist noch nicht 3D, aber Carnage ist schon außerhalb des Rahmens. Eigentlich ist noch das Bild innerhalb des Rahmens, dann bei der ersten Erweiterung geht das Bild außerhalb des Rahmens, dann 3D, danach kommt eine Animation und irgendwann dann auch so legendär. Und selbst da wird es jetzt noch weitergehen auf Ultra, aber ich brauche 40 Punkte. Und ich habe hier oben, seht ihr ganz klein, nur 6 Punkte gerade mal. Aber ich kann jetzt den hier mal Hawkeye. Einmal kostet 200 von diesen blauen Sphären. Upgraden. Und jetzt ist Hawkeye hier animiert. Sieht man im Hintergrund noch das Feuer und so. Die Karte habe ich jetzt in der Animation raus. So, muss ich vielleicht einmal eben tauschen, weil ich habe Hawkeye, glaube ich, eher. Also, und dadurch kriegt man natürlich hier Sammlungslevel und schaltet auch wieder neue Karten frei. Mantis habe ich jetzt freigeschaltet. Der hat die Fähigkeit beim Aufdecken, falls ein Gegner in diesem Zug hier eine Karte gespielt hat, ziehe eine Karte von seinem Deck. Oh, ist auch cool. Das gefällt mir. Oh, die könnte ich vielleicht benutzen. Da könnte ich mein Deck vielleicht ein bisschen erweitern. Ich packe mal eben diesen Hawkeye raus und packe jetzt den animierten Hawkeye rein. Und Mantis hätte ich, glaube ich, schon Bock irgendwie reinzupacken. Nur für wen? Ich werde Professor Xavier rauspacken. Eine 5er-Karte und packe dafür Mantis rein. Ich habe eine sehr starke Level 1 für eine Energie-Deck gebaut. Wie ihr sehen könnt, wir brauchen nur eine Karte, also eine Energie. Wie das ist mit Energien, zeige ich euch jetzt, indem ich ein Spiel starte, einen Gegner suche. Mr. GG, mein Name, gegen MMTrackC-1. 6 Runden. Ihr seht es unten rechts. Jetzt ist Zug 1, fängt jetzt an. Und es wird die erste, der erste Ort freigeschaltet. Ich kann jetzt an allen 3 Orten meine Karte spielen. Ich habe in der ersten Runde 1 Energie. In der zweiten Runde hat man 2 Energie. Dritte Runde 3, 4, 5. Und dann letzte Runde 6 Energie. Hier dieser erste Ort hat in Zug 6 kannst du Karten hierhin bewegen. Ich kann dann also Karten von der anderen Orten dorthin ziehen. Wenn ich jetzt die Karte hier hinsetze, kann ich sie danach nicht woanders hinsetzen. Ich fange mal direkt an mit Mantis hier auf die 1 zu setzen. Ich hoffe, er setzt auch hier. Nein, er setzt auf 2. Schade. Damit hat meine Mantis jetzt die Fähigkeit nicht ausführen können, weil er hat Ant-Man hier auf die 2 gesetzt. Okay, dieser zweite Ort sagt jetzt, hätte ich jetzt eine Karte, die 6 Energie kostet, würde sie jetzt insgesamt nur noch 5 Energie kosten. Hat mir dieser Ort freigeschaltet. Okay. Dann setze ich jetzt hier mal Hawkeye. Und Rocket rein. Ich hoffe, er setzt nochmal in die Mitte. Nein, er setzt er nach links. Weil Rocket hätte auch nochmal eine Fähigkeit gehabt. Falls der Gegner hier eine Karte aufdeckt, hätte ich nochmal 2 Stärke dazu bekommen. Am Ende hat dann derjenige gewonnen, der 2 von 3 Gebieten mindestens für sich entscheiden konnte. Hier hat er jetzt eine Stärke 3. Ich habe Stärke 2. Hier steht es 1 zu 3. Hier noch 0-0. Bar Sinister ist ein neuer Ort, der jetzt gerade erst in einem neuen Update rausgekommen ist. Wenn man hier eine Karte spielt, wird dieser Ort komplett ausgefüllt nur mit dieser Karte. Wenn ich jetzt hier so durch meine Level 3 Ironheart Karte setze, habe ich die 4-mal stehen und die Fähigkeit ist halt, gib 3 anderen befreundeten Karten plus 2 Stärke. Könnte ich vielleicht am Ende dann reinsetzen. Ich setze jetzt hier Ant-Man, da Quicksilver. Warten wir ab, was er setzt. In Runde 3. Jetzt hat die hier Hawkeye seine Fähigkeit
Im nächsten Zug eine Karte spielt, bekommt er plus 2 Stärke, hat er jetzt hier bekommen. Er hat Mr. Fantastic. Mr. Fantastic haut auf benachbarte Standorte plus 2 Stärke, deswegen hat er jetzt hier 5 Stärke anstatt nur 3. Und hier hat er jetzt 2 Stärke, obwohl noch keine Karte hier steht. Medusa ist eine Karte für die Mitte. Medusa ist nämlich in der mittleren Standort, kriegt sie nochmal 2 Stärke obendrauf. Packe ich dorthin. Damit beende ich schon meinen Zug Nummer 4. Ich könnte jetzt auch, wenn ich denke, ich werde gewinnen, snappen. Lizard ist eine Karte, die hat 5 Stärke. Wenn ich allerdings 4 Karten auf meiner Seite habe, verliert er 3 Stärke. Deswegen ist eigentlich doof, dass er die Karte hier hingesetzt hat. Er hat gesnappt. Gut, jetzt heißt es. Im nächsten Zug. Jetzt könnte ich einen Rückzug machen und ich verliere nur einen Punkt von meiner Rangliste. Immer wenn man 10 Ranglistenpunkte hat, steigt man ein Level auf. Ich bin jetzt derzeit Level 17, glaube ich, und 9 Punkte. Dann heißt, ich hätte jetzt 8 Punkte, wenn ich jetzt aufgebe. In der nächsten Runde würde ich dann schon 2 Punkte verlieren. Und bis zum Finale hin sind es 4 Punkte dann insgesamt. Ich setze Wolfsbane in die Mitte. Die hat eine Aufdeckfähigkeit plus 2 Stärke für jede Karte, die ich auf dieser Seite habe. So, jetzt sind es hier. Okay, verdopple deinen anderen fortlaufenden Effekt an diesem Standort. Ja, das bringt alles nichts, aber er hat jetzt halt 4x7er Stärkekarte. Diesen Standort werde ich nicht für mich entscheiden können. Ich habe nichts, womit ich dann 30 hier an Stärke bekomme. Hier sieht es nicht schlecht aus. Jetzt packe ich hier noch Nightcrawler hin und Ironheart auf der Seite. Und ich hoffe, dass ich damit dann jetzt noch den Sieg für mich erringen kann. Er wird jetzt hier natürlich bestimmt einen mit einem Fortlaufen-Effekt hinpacken. Und wird damit dann... Ah, er wird hier einen hinpacken. Nee, oh, er hätte hier einen hinpacken müssen. So, hat jetzt 3 Karten mit plus 2 Stärke gegeben. Die nächsten kommen jetzt auch. Die haben Stärke bekommen. Ah, das ist doof. Der muss auf der Seite bleiben. Okay, was hat er denn? Oh, das war's. Das war aber richtig schlecht von ihm gemacht. Und damit habe ich gewonnen. Ich habe 2 Standorte für mich entschieden. 21 zu 9, 23 zu 11 und die Runde hat er 30 zu 4 gewonnen. Insgesamt habe ich aber mehr Standorte für mich entschieden. Deswegen kriege ich jetzt 4 Punkte obendrauf. Er hätte hier das hinpacken müssen, weil... Ah, ne, ist nur an diesem Standort. Achso, ne, bringt ja nichts. Ja, okay. Ich habe gedacht, das wäre auch an anderen Standorten fortlaufende Effekten, weil hätte er ihn hier hingepackt, dann hätte Endman plus 3, 6, 9, 12 Stärkepunkte obendrauf bekommen. Das wäre dann ordentlich gewesen. Plus nochmal die Karte, die hier gewesen wäre. Aber so habe ich halt jetzt gewonnen. Kriege jetzt halt 4 Punkte, bin jetzt auf Level 18. Bei Level 20 bin ich dann in der Bronzeliga. Noch ist das die Eisenliga. Mantis habe ich jetzt hier 6 Punkte bekommen. Kann jetzt für 25 Mantis einmal aufleveln. Und Rahmenbruch. Damit ist die Karte nicht stärker, aber sie sieht halt schön aus, weil es geht jetzt außerhalb des Rahmens hinaus. Und krieg halt hiermit wieder einen Sammlungspunkt, um eine neue Karte freizuschalten. America Chavez. Immer in Runde 6 wird die automatisch gezogen und kann die dann setzen. Jetzt eine neue Stärkekarte. Ist natürlich nicht schlecht. Aber ich bleib bei meiner... Ja, Sache hier bei meinem Deck. Da gibt es halt so viele verschiedene Meta-Decks, die man schon im Internet sehen kann. Ich habe auch schon verschiedenste Varianten gesehen, wie Leute gespielt haben, wo ich dachte, oh krass, das ist eine geile Idee gewesen. Aber mit meinem Deck komme ich derzeit gerade gut voran. Krieg natürlich auch tägliche Herausforderungen, tägliche Missionen. Hier muss ich jetzt noch eine 2-Kosten-Karte spielen, dann habe ich diese Mission auch. Kriege ich dann nochmal 50 von diesen blauen Credits und 25 Season Pass Punkte und dann gibt es natürlich hier Season Pass Aufgaben, so wie zerstöre 10 Karten, dann kriege ich hier 800 Season Pass Punkte, dann hier gewinnen Standort mit 20 und mehr Stärke, muss ich noch 4 Mal, dann habe ich diese 800 Punkte, wenn ich die beiden Sachen habe, kriege ich nochmal 2000 Season Pass Punkte obendrauf und so weiter und so fort und so schaltet man dann halt die einzelnen
Season Points frei, um dann hier am Season Pass, den ich mir jetzt nicht geholt habe, diesen Premium Pass, weil der kostet 11 Euro, würde ich natürlich dann so was wie Miles Morales bekommen, was schon cool ist, denn diese Karte könnte ich gut kombinieren mit meiner Nightcrawler Karte. Ich habe einen Nightcrawler, der kostet 1 und den kann ich einmal bewegen. Wenn ich die Karte hätte und Nightcrawler, müsste ich zusammen haben, packe ich Nightcrawler. Im nächsten Zug würde ich dann Nightcrawler bewegen und könnte den dann für 1 spielen, hat 5 Stärke. Ist natürlich nicht schlecht. Und ja. Kriegt man hier natürlich dann einiges in diesen Season Pass Punkte und kriegt dann auch hier solche Cache, wo du dann verschiedene Karten aussehen und Währung bekommst. Aber werde ich jetzt in meiner ersten Season noch nicht holen, solche Karte. Oder man hat solche Karten wie hier, kann ich auch zeigen. Carnage zum Beispiel. Oder was noch besser ich euch eben zeigen kann, wo ist sie? Aber Carnage eigentlich auch. Aber auch hier Spider-Woman. Und die habe ich zwar schon. Carnage und Spider-Woman habe ich. Die sehen halt, das sind nur anderes aussehende Karten. Haben nichts anderes an Effekten. Also die sind komplett identisch. Nur halt hier Spider-Woman, meine Karte sieht halt so aus. Hat aber dieselbe Fähigkeit. Oder Carnage habe ich hier oben ja gehabt. Da. Sieht halt auch anders aus als die Karte, die man dort im Season Pass bekommen kann. Ist halt nur, sieht halt schön aus, kann man mit flexen, wenn man gegen andere spielt. Das war es eben von Marvel Snap. Und ich sag euch schon mal eins, ich werde das auf jeden Fall in meinen Streams mit einbauen, weil es macht ungemein Spaß. Ich habe da so viel Gefallen dran gefunden, dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen davon begeistern. Wenn ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr spielt. Und ja, das war's von meiner Seite. Kleine Vorstellung von Marvel Snap. Ein Kartenspiel, was ich jetzt gerne angefangen habe und vielleicht auch hier und da mal bringen werde. Danke dafür und bis zum nächsten Mal reingehauen. Euer Patrick. Ciao, ciao.